Hallo, ich grüße euch zu später Stunde. Ja, hallo, danke Hallo. für die nette Einleitung. Genau. Wir haben jetzt schon einiges gehört und sind wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr uns vorstellen wollt. Ja, wir sind jetzt hier zu zweit. Das sind die Isabel Tyrasa und ich, Mareike Schütt, beides Mitarbeiterinnen im Projekt Cluster Feedback am Fraunhofer Forschungsinstitut für angewandte Optik und Feinmechanik hier in Jena. Und wir möchten heute unser Projekt vorstellen. Da geht es um eine digitale Plattform für Ideenaustausch. Cluster Feedback, wofür steht denn das? Besteht ja aus zwei Wörtern schon das Wort an sich. Da geht es um einen Cluster, das heißt eine Community. Das ist in unserem Kontext die Photonics Community hier in der Region. Genau, und da versuchen wir Feedback zu generieren, das heißt innerhalb dieser Community das Wissen zu vereinen, um Projekte, Ideen der Forschung voranzutreiben, dass die eben von der Theorie in die Praxis, von der Forschung in die Anwendung und von ja, der Wissenschaft in die Wirtschaft als letztendliche Ideen zu Produkten und Dienstleistungen werden, für die Allgemeinheit dann nutzbar. Das ist die Plattform, die da im Rahmen des Projekts entstanden ist. Auf dieser Plattform werden Feedbackgeber und Feedbacknehmer vereint, sodass genau, Forschungsteams beispielsweise genau zeitnah auch schon zu Beginn von Forschungsprojekten sich von potenziellen Finanzgebern, Investoren oder auch Experten in dem jeweiligen Fachgebiet Feedback, Input sichern können, um Fragestellungen, die vielleicht noch offen sind, zu beantworten, um genau weitere Anwendungsfelder zu erforschen, zu erfragen. Genau, hier ist einmal nochmal eine schöne Abbildung. Ne? Links ist ein Cluster zu sehen. Wie gesagt, bei uns ist das im Kontext der Photonics-Welt, die Photonics-Community. Hier gibt es Forschungseinrichtungen. Forschung wird natürlich auch in Unternehmen betrieben, aber eben hauptsächlich in Forschungsinstituten. Genau, und da gibt es solche Technologietransferzentren, die sich dann darauf spezialisieren, die Ergebnisse aus der Forschung eben in die Wirtschaft zu bringen, als Produkte und Dienstleistungen. Ja, und auch im Netzwerk vertreten die Kapitalgeber, die Anwender und Kunden. Natürlich ist es auch ganz wichtig, dass die Ideen der Forschung kundenzentriert entwickelt werden. Und da ist eben der Kontakt und das Feedback essentiell dafür, dass ja, die Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, die da entwickelt werden, letztendlich auch anwendbar und nützlich sind. Genau. Und wir versuchen eben in dem Projekt, die alle an einen Tisch zu bringen, ne, dass da eben durch Business Transfer ja, dass die geballte Kompetenz der Community genutzt werden kann. Feedback habe ich auf der rechten Seite ein bisschen einfach mal als Wirbelsturm dargestellt, ne, dass da Wind in die Sache kommt und der Transfer von den Ideen aus der Theorie in die Praxis beschleunigt wird und vorangetrieben wird. Und da die Plattform, die ich eben schon angesprochen habe, wo ich den Link zu in den Chat gestellt habe, die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Isabel, magst du die Seite mal öffnen bei dir? Kann ich mal machen, Moment. Da will man uns die Seite. Moment. Ich stoppe mal kurz, weil irgendwie komme ich sonst, ich habe es eben schon mal versucht, nicht auf die Seite drauf. Ja. Genau, wir wollen jetzt einfach mal alle Teilnehmenden mit auf die Plattform nehmen, um das einfach mal interaktiv, dynamisch direkt zu zeigen. So, ja. Okay. Genau, generell kann man da eben mitwirken, man muss registrieren, das ist aber widerständig gestaltet. Genau, das wäre dann hier. Genau, dass tatsächlich ein Name und ein Passwort notwendig sind. Ja, und das funktioniert dann wie auf anderen Plattformen auch, dass die E-Mail dann natürlich bestätigt werden muss und dann kann man sich einloggen auf die Webseite. Genau. Ich logge mich mal eben ein. Genau, dann gibt es den persönlichen Bereich. Da sind dann aktuelle Geschehnisse zu sehen. Das ist momentan bei uns der Innovationspreis, der ausgeschrieben wird im Rahmen einer Forschungsallianz. Das ist die Forschungsallianz 3D Sensation. Die besteht aus verschiedensten Partnern, Forschungsinstituten und auch Unternehmen. Ja, und die haben jetzt jahrelang geforscht im Bereich 3D-Technologie für die Mensch-Maschine-Interaktion. Und da wird jetzt ein Preis ausgeschrieben.
Das ist jetzt das aktuelle Beispiel, was wir auch haben für so ein Projekt, was auf dieser Plattform betrieben werden kann. Ja, ansonsten sieht man in dem Bereich oben, magst du noch mal kurz losrollen? Mhm. Nämlich auch den, zum Beispiel einen Punktestand, ja, wir haben da so Gamification-Aspekte mit eingebaut in die Plattform, sodass durch Interaktion, Kommentieren, Hochladen von Ideen, Beiträgen, da können Punkte generiert werden. Da gibt es dann auch eine Highscore-Liste. Genau, und das ist einfach ein Motivator, der zu mehr Interaktion auf der Plattform motivieren soll. Genau, weiter unten auf der Seite sieht man zum Beispiel auch, dass es Blog-Einträge gibt. Es gibt die Möglichkeit, da genau zu verschiedensten Fachthemen Beiträge zu veröffentlichen. Es gibt einen Newsfeed, da sieht man momentan, dass sich einfach neue Teilnehmer angemeldet haben auf dieser Plattform. Und genau, weiter unten sieht man auch noch eine Zusammenfassung der bisherigen Plattformaktivitäten. Ja, genau. Und dann würden wir uns jetzt einfach mal diese Challenge, diesen aktuellen Wettbewerb anschauen. Generell ist die Hauptfunktion nämlich dieser Plattform, dass Crowd-Challenges gestartet werden. Das heißt, es sind Wettbewerbe, wo offene Fragestellungen beantwortet werden können. Da kann eben Feedback eingeholt werden, offene Fragen und Probleme können angesprochen werden. Oder eben, es kann einfach für einen Wettbewerb, wie es jetzt hier der Fall ist, genutzt werden. Wir sehen jetzt, wo der blaue Balken zu sehen ist, dass wir uns gerade in der Bewerbungsphase befinden. Das heißt, das ist jetzt alles ganz frisch. Das ist auch eine Art Timeline, die da zu sehen ist. Ne? Da geht es dann weiter über Community-Bewertung, eine letztendliche Bewertung, die finale Bewertung genau, mit Preisausschreibung Ende September. Ja, und dann kann man da eben Ideen einreichen. Bisher ist eine Idee eingereicht worden. Wie gesagt, das ist alles noch sehr frisch. Das ist dann eine Beispielidee, genau, dass sich die Teilnehmenden anschauen können, wie das dann auszusehen hat. Ja, genau. Und vergangene Projekte, die schon gemacht wurden, sind zum Beispiel Ideenforen. Am Fraunhofer-Institut IMW in Leipzig wurde das gemacht, aber auch hier in Jena am Fraunhofer-Institut. Da ging es um die Frage zum Beispiel, wie die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate im Homeoffice durch die Corona-Zeit gesammelt werden können, welche Verbesserungspotenziale da ist und welche Wünsche auch von den Mitarbeitern geplante Projekte und Verständnis dafür, vielleicht ist möglich, was so möglich ist. Es ist geplant, eine Innovation Challenge mit einem Forschungsprojekt, das hat sich nie getan. Da haben die eine medizinische Sensorik entwickelt, die kontaktlos Vitalparameter misst, zum Beispiel die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung. Genau, und für die ist ganz wichtig, die haben jetzt einen Prototypen, welche medizinischen, ethischen oder auch bedienungsspezifischen Anforderungen ein solcher Sensor erfüllen muss. Das heißt, da ist für die ein interdisziplinärer Blick auf diesen Prototypen total relevant, bevor das jetzt in die letztendliche Ausarbeitung geht. Und ja, für solche Zwecke kann das eben auch genutzt werden, dass aus verschiedensten Blickwinkeln einer Community gebündelt eben ein Blick drauf geworfen wird auf ein Vorhaben. Genau, sonst steht auch mit der Lichtwerkstatt noch ein Projekt an. Die haben ja heute auch einen Beitrag geleistet. Ja, und sonst nächste Schritte auf dieser Plattform sind, dass das Community-Building noch vorangetrieben werden soll, dass es da weitere Impulse gibt, was die Gemeinschaft zusammenbringt. Es sollen mehr Interaktionselemente noch freigeschaltet werden, was dann eher so ein bisschen in Social Media noch geht. Genau, und es sollen noch offene sowie geschlossene Interaktionsräume, Diskussionsräume ermöglicht werden. Genau, und momentan suchen wir noch nach weiteren Piloten und Anwendungsfällen für dieses Projekt, für unsere Plattform. Wir bewegen uns ja heute hier im Rahmen dieser Digital-Safari auch in einem Cluster. Das ist dann das Digital-Cluster hier in Jena. Genau, und wir würden jetzt gerne so ein bisschen dieses geballte Wissen und die Kreativität dieses Clusters noch nutzen zum Ende dieser Session und einfach mal eine offene Frage in den Raum stellen. Die seht ihr jetzt ja auch schon auf dem Bildschirm. Die lautet, für welchen Bereich oder welche Fragestellungen würdet ihr euch oder würden Sie sich eine solche Plattform wünschen? Genau, und das wäre für uns einfach super, da einfach mal so ein bisschen dieses Wissen vom Cluster Digital Jena hier sichtbar zu machen.
Genau, an sich können sonst auch Fragen sehr gerne an die dort abgebildete E-Mail-Adresse gesendet werden oder Anmerkungen, Kontaktaufnahmen. Da sind wir, genau, da freuen wir uns über Nachrichten. Ja, ansonsten sind wir natürlich auch gleich noch für Fragen verfügbar, Isabel Terrasa und ich. Die Breakout-Session sind dann leider nicht mehr da. Ich würde jetzt gerne einfach mal ein, zwei Minuten auch Zeit geben, allen Teilnehmenden, sich über diese Frage Gedanken zu machen. Und dann kann sich gerne im Chat darauf genau zurückgemeldet werden. Ja, dann vielen Dank. Ich würde einfach daran appellieren, auch diese Frage auch zu beantworten an die Teilnehmer. Mich würde einfach interessieren, ist diese Plattform dann auch wirklich für alle offen? Ist die irgendwie beschränkt? In welche Richtung wünscht ihr euch, soll es da gehen? Weil rein theoretisch ist ja auch viel denkbar in Richtung Digitalisierung, Digitalwirtschaft. Wie sehen da mögliche Kooperationen aus? Wenn ich da kurz einhaken kann, also die Plattform an sich ist erstmal für jeden offen. Es gibt natürlich Challenges, jetzt zum Beispiel die interne UF-Challenge, die war dann natürlich nur für bestimmte Teilnehmer offen. Also man kann das sozusagen staffeln, dass man bestimmte Teilnehmergruppen erstellt aus den bereits registrierten Teilnehmern und eben ja sozusagen bestimmte Wettbewerbe nur für diese öffnet, wo es Sinn macht. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn es um ein UF-internes Ideenforum geht, dann macht es keinen Sinn, die Öffentlichkeit einzuladen. Bei anderen Ideen natürlich ist das genau der Sinn. Also was jetzt Mareike schon erzählt hat, bei NeoVital, je nachdem, in welche Richtung dann der genaue Wettbewerb geht, macht es sogar wirklich Sinn, eine ganz, ganz breite, also die breite Öffentlichkeit damit einzuladen. Deswegen sind wir da auch sehr offen über weitere Ideen. Also es sollte natürlich schon noch ein gewisser Bezug zur Photonic vorhanden sein, weil wir natürlich auch als IOF dafür stehen. Aber an sich ist das Thema Photonic ja zum Beispiel auch unglaublich breit. Also von daher sind wir da sehr offen und auf die Plattform selbst kann sich, wie gesagt, jeder anmelden. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen, Daniela? Ja, das gibt es. Und zwar fragt Bord, wie viele registrierte Mitglieder gibt es bereits und seit wann gibt es die Plattform? Also die Plattform selbst gibt es schon seit Herbst 2019. Sie wurde dann aber nochmal im April umgestaltet. Das heißt, es ist wirklich alles ganz frisch. Dementsprechend haben wir auch noch nicht so viele Mitglieder. Unten sieht man jetzt, glaube ich, wie viele es aktuell sind, weil es kamen jetzt, wie gesagt, auch noch die letzten Male einige dazu. Ich würde auf die Beantwortung zurückkommen. Oder Mareike, hast du es gesehen? Ich habe jetzt gerade die letzten Mal nicht geguckt, sonst müsste ich mal schauen. Nee, die aktuelle Anmeldezahl habe ich auch nicht parat. Nee, aber es waren, glaube ich, 100, 102, meine ich, habe ich irgendwo jetzt eben gerade auf dem Dashboard gelesen. Ja. Ihr sucht auch Mitglieder, die sich interessieren, die sich einbringen wollen. Ja. Ne, ja. Mit ihrem Know-how und ihrer Expertise. Und dafür ist ja so eine Plattform wie heute auch sehr gut geeignet, um Player zu finden. Ja. Ja, ist die Frage damit beantwortet? Bord ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Aber ich denke schon. Sieht man das auf eurer Seite auch, die Anzahl der Mitglieder? Oder ist das eine interne Info, die man nicht einsehen kann? Ah ja, ich habe es auch richtig gesagt. Also diese Info ist wirklich intern. Mhm. Man kann allerdings sehen, zum Beispiel, wie viele Kommentare es schon gibt, wie viele Likes es schon gibt und so weiter. Also wir haben jetzt genau 100 aktive User. Und die 100 aktive User, genau.
und 25 Wettbewerbsideen schon, was ja, wie gesagt, relativ viel ist, wenn man bedenkt, dass wir bisher nur interne Wettbewerbe hatten und jetzt der wirklich neue, größere Wettbewerb gerade angelaufen ist. Genau. Also die Frage wurde auch beantwortet, ist ja als Rückmeldung gegeben worden. Auf YouTube haben wir auch keine Rückmeldungen. Also von unserer Seite aus dem Chat wäre es das erstmal und ich gebe zurück zu Dominik. Vielen Dank. Okay, danke schön für diese interessante Plattform. Ich für meinen Teil müssen wir das unbedingt mal anschauen. Ich finde das höchst interessant. Aber ein komplexes Thema, um für einen selbst zu verstehen, was man damit für einen Nutzen daraus ziehen kann. Also ich glaube, ja, da muss man sich einfach nochmal einarbeiten. Dankeschön erstmal bis dahin.